Guck mal, vor allen Dingen, weißt du, wenn ich dir jetzt schon wieder zugucke und du jetzt schon wieder vergessen hast, was du eben machen musstest. Ich wusste doch, ich wollte nur warten, bis Anahorn die Fraps-Aufnahme wieder anmacht. Na hopp. Ja. Ja, du wirst mit dem Schild da oben diese Zielscheibe nicht kaputt kriegen. Ja. Was denn? Komm hier rüber, du faules Stück Fett. Ja, vielleicht musst du da hoch. Mann. Ich fühle mich diskriminiert. Oh Gott. Gut so. Dann machen wir unseren Job wenigstens richtig. Ey, das ist echt so. Felo macht etwas und dann. Oh. Gucken, was passiert? Oh, schön, es knallt, die Kisten gehen weg. Gut, dass ich diese Trägheit nur in Lost Vikings habe und nicht in anderen Spielen. Ups. Das war ich nicht. Ach ja, das war ich. Das sagt der WoW Pro. Natürlich. Ey, er spielt wenigstens noch. Genau. Ja, wow. Ich mache euch dafür in Dota 2 fertig. Egal. Dota 2 ist cooler, da mache ich an, wenn ich Bock hab. Der Aufzug wartet übrigens nicht auf dich. Oh, ich mach's wieder zuerst. War doch im WoW genauso, Harry. Ja, nee, WoW. Eine Flask, zwei Raids. Ja. Aber ich hab's ja leider nicht so häufig geschafft, pünktlich zu sein. Nach dir, Felu. Wollte grad sagen. Schild. Danke. Ja, ja. Sag ihm das doch nicht. Oh. Der war saftig. Der war ein bisschen feucht am Ende. So, Felo, dann gleite jetzt mal nach unten, bitte. Gott, ich werde sterben. Ich hoffe nicht. Putz! Nein, geh ins Feuer und hör auf, Escape oder irgendwas anderes zu drücken. Feuer macht nur einen Schaden. Napp. Fuck, jetzt muss ich wieder hochkommen. Durch den Aufzug, den ich eben benutzt habe. Meine Fresse. Ich bin wegen euch die ständigen Todesangst. Ja, wenn du selber so blöd bist und da nicht hinfurzt. Dann gib mir da her, wir müssen mal alle drei darüber. Und wir brauchen noch einen Schlüssel, wo haben wir den denn gelassen? Herr Baleok muss doch jetzt diese Dinger da kaputt schießen, vielleicht bringt das was. Ja, aber es in der Regel bringt so was keinen Schlüssel. Hui, ist das eine Beschleunigung hier. Ach, die... Da muss Olaf rein. Ja, warte. Weil hier, da war doch noch einer, oder? Ja, hier unten. Nee. Doch, hier unten. Ihr wollt mich töten. Nur ein bisschen. Aber das liegt nicht daran, dass du Olaf spielst, sondern dass du spielst. Ah, und dann kommst du wieder raus, Felo. Es ist immer schön, wenn man weiß, dass man willkommen ist. Immer gut, Freunde wie euch zu haben. Ja, da braucht man echt keine Feinde mehr. Dann komm mal wieder runter. Ich habe heute wieder mit Staunen festgestellt, dass wir für The Lost Vikings 1... Wie viele Folgen haben wir dafür gehabt? 57? Ja, irgendwo in dem Dreh rum. Ich hätte 58 gesagt. Oh Mann, ey. Das kam mir nicht so lang vor. Wobei, wir hingen ja auch in ein paar Leveln extrem lange fest. Weil die auch sehr fies waren. Hopp? Nee, hopp nicht. Ich hab den Schlüssel, ach du Scheiße. Boah, hopp hingen wir auch richtig lang. Aber so diese Endlevel, ich weiß noch, das mit diesem Pümpel da und so, das war hart. Ja. Ah, ich muss den Aufzug nochmal holen. Ja, gib mir Kamera. Ich stell euch mal das Endgame, das Endlevel ohne das Save States vor. Wir würden heute auch dran spielen. Ach, das haben wir mit Save States gemacht. Und ich glaube, Anahorn hätte irgendwann Suizid begangen. Ach ja, das war doch das, wo jeder so einen richtig langen Part hatte, den er machen musste. Und dann haben wir jeden Part einzeln aufgenommen. Weil es einfach zu lange gedauert hat. Müsst ihr diese Erinnerung weg? Ich weiß jetzt, warum ich mich damals betrunken habe nach dem Spiel. Wir haben Anahorn zum Alkoholiker gemacht. Unter anderem. Hätte ja klappen können, Felo. Warte. Oh, ey, gib mir meinen Olaf wieder. Ich traue dir nicht. Felo, Furz! Oh. Anahorn spielt den gerade. Okay. So, das Klettern wirst du wohl schaffen. Einfach hochdrücken. Nach oben drücken, Felo. Und jetzt zur Seite. Danke. Und jetzt nach unten.
Okay. Und jetzt brauchen wir Schlüssel. Ja. Dann gib mal wieder Kamera. Geh ich auf Schlüsselsuche. Kannst du von dort aus direkt hochspringen, Anna? Probier mal. Ja, kann ich. Hab ich ja eben schon gemacht. Fast. Ja, so nicht. So, hier. Ja, ein Pixel daneben. So. Außerdem, ich habe am Wochenende Tomb Raider gespielt. Ich bin für so Spiele jetzt absolut vorbereitet. Ah, also theoretisch können wir Baljog doch hier oben gebrauchen. Warte mal. Aber wie soll er da hochkommen? Der kann ja auf Seil draufklettern. Ach so. Ach, und dann kann er nach oben. Ach, sich ja, greifen. Okay, doch, klar. Ja, komm mal mit, Felo. Ich sehe schon, das ist ein Level, in dem Anachon alles machen muss. Nach oben. Hochdrücken. Die falsche, warte mal. Nein, du bist die richtige Person. Du gehst jetzt auf Olaf rauf, ey. Hochdrücken, Felo. So, jetzt ja, krall dich da mal ran. Und deine Attacke? Nein. Die Wand ist unschuldig. Ja. Ich sehe schon. Soll ich das lieber machen, Felo? Und jetzt musst du dich da auf das Sprungbrett schaukeln. Warte, Felo. Links. Links. Gut. Ja, hochdrücken. Nein, hoch. Hochdrücken, ja. So, mit dem da unten wirst du es ja wohl aufnehmen können. Du hast voll live. Warte, bis er abhaut, dann kannst du im Rücken schlagen. Jetzt viel runter und schlag. Schlag und nochmal. Mein Bier. Stealer. Ah, da ist der Schlüssel. Na komm. Ich war ja eben schon. Hier ist gerade ungefährlich. Gegen euch lebe ich in permanenter Angst. Felo, du lebst nur wegen dir selbst in permanenter Angst. Hui. Ja. Hui. Ich kann nicht das Seil greifen. Ah. Oh, Felo. Wie bist denn du darauf gekommen, dass du dich jetzt da draufstellen musst? Ach ja, ich habe am Wochenende hart trainiert. So, pass auf, dass du jetzt nicht runterfällst ins Wasser. Oh Gott, Felo, du musst jetzt dich fallen lassen. Warte, ich gebe ihm... Ne, er hat ja noch Kamera. Und dann musst du das Seil unten greifen. Ach du Scheiße. Warte, ich gehe mal kurz Lage checken. Gib mal Kamera. Bleib einfach da. Also lass dich mal fallen und drück hoch, geht das? Ja, das geht, aber kann er sich nicht irgendwo drauf fallen lassen? Nee. Ja, theoretisch hier. Ja, dann muss er aber den ganzen Weg wieder laufen. Ja, aber es ist besser als Instant Kill durchs Wasser. Der soll sich einfach an der Seite fallen lassen. Und dann das Seil greifen. Wofür habe ich das Seepferdchen damals gemacht? Guck da, Felo, genau an der Stelle musst du dich fallen lassen. Ja, ist schon da. Komm einfach hier auf meine Position, genau auf meine Stelle. Wenn es schief geht, dann machst du nur einen Beinbruch, aber du fällst nicht ins Wasser, das ist das Wichtige. Du musst nur hochdrücken, nicht zur Seite. Okay. Fällst mal runter und beim nächsten Seil Warte, ich guck, ob du Kamera hast. Ja, hast du. Okay, also ich übe das gerade hier nochmal. Okay, das soll gehen. Du kannst auch einfach hoch durchhämmern praktisch, wenn du runterfällst. Das ist auch gut. Das war mir auch, zu viel. Auch recht. What the fuck? Okay. Ja, dann schwing oder gib nochmal her, ich mach das. Es war mir so klar, dass der das nicht macht. Ich hab mich kurz dran festgehalten, aber der hat wieder losgelassen, weil ich die Taste zu oft gedrückt hab. Ja, das kann so gut sein. Panik habe ich sie Dauer gehämmert. Dann geh mal auf deinen Fuzzi hier, dann hole ich Baljog kurz wieder. Die Musik im Hintergrund passt auch perfekt zu dieser Stimmung. Oh! Und dann gab's Bier. Ich mach mir echt Sorgen, dass man da reinfallen kann. Hui! Ich finde das nicht gut, dass Anachon mich dann zwingen will, mein Gesicht in die Kamera zu halten. Das wird die Illusion der kleinen Goblin-Dame vollkommen zerstören. Ich find's lustig. Ich muss noch gucken, dass ich hier alles freiräume, damit du nicht irgendwas abräumst aus Versehen. Also, so, im Rückwärts-Paniksturz, wie die ganzen Kiddies in den Videos. Das ist halt heiß. Schild runter, Felo! Ja, da könnte ein Schütze kommen. Hat eigentlich recht. Nee, da kannst du durch sogar. Sieht eher noch eine Bombe. Ah, nee, Felo, du musst da durch. Schild hoch vorher. Nein. Schild. Nein. Hoch. Vorher. Nein. Ja. Okay. Gott. Lauf mal rein. Ja, warte. Komm mal kurz ein Stück rüber, dass Erik in der Kamera ist.
Ich hab nichts gemacht. Okay. Ja, ist ein Lag. Komm weiter. So. Ja, geht. Denk dran, Feuer macht nur einen Schadenspunkt, wenn du durchfällst. Nimm das Bier und wenn es schief geht, könnte Schlimmeres passieren. Kannst du jetzt schon mal konsumieren? Benutze es! Ja, deswegen gebe ich es dir ja. Fast. Jetzt braucht man nur den richtigen Charakter. Oh, das ist so ein Trauerspiel, Felu. Oh, Mann. Es ist nicht Escape. Nein, auch nicht. Du musst nicht mal ins Inventar dafür gehen. Ich hab keine Ahnung mehr, was die Benutzungsliste war. Ja, dann merkst du irgendwann mal. Ich find's aber auch geil, dass Felu die gleichen Tasten, obwohl er genau weiß, dass die nichts bringt, nochmal drückt. Oh, Felu! Approach, ich hab einen Vorschlag. Jedes Mal, wenn Felu sowas in der Art richtig macht, machen wir ab jetzt Hoppa. Hoppa! Hoppa! Ich mach das nur zur Zuschauerunterhaltung. Das ist natürlich. Ja, ja, genau. Klar. Dann unterhalte die Zuschauer mal mit dem Schild nach oben. Ey, Felu, kannst du. Schild hoch! Oh. Gott. Hat's geklappt? Ja, hurra. Mal gucken, was da unten auf dich wartet. Noch mehr Feuer. Links furzen! Oh. Links furzen, rechts furzen! Geradeaus furzen! Tour Barrel Roll! Oh mein Gott, wir sind da. Was denn? Oh Mann, Felu, hol dir bitte so kleine weiße Aufkleber. Schreib drauf, Jump. Klebst dir. Oder Furz und klebst dir auf deine Taste drauf. Achso, ich hab nicht mal Escape gedrückt. Du hast eine Aufmerksamkeitsspanne, die ist wie von einem Stein. Wenn du die, immer die Kritik hier. Hinkelstein. Hallo, meine Schwester hat mir gesagt, wo ihr hin wollt. Wenn es Probleme gibt, wendet euch einfach an meine Zwillingsschwester. Schwester! Du hast eine Zwillingsschwester! Diverse. Wer kann denn noch so hässlich sein?